Wie so vieles, was Stars und Influencer haben, wollen auch viele genau das. Blaue Haken hinter ihren Accountnamen. Doch warum gibt es diese blauen Haken überhaupt und warum wollen so viele Leute die haben? Genau das schauen wir uns in diesem Video an. Ganz häufig bekomme ich die Frage, wie bekomme ich einen blauen Haken auf Instagram oder wie bekomme ich einen blauen Haken auf YouTube? Und ich kann die Frage schon verstehen und die meisten Leute wollen dann hören, du musst diese 5 Schritte machen und dann bekommst du deinen blauen Haken. Aber die Frage macht eigentlich keinen Sinn, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wozu diese blauen Haken überhaupt da sind. Und das machen wir jetzt mal. Blaue Haken gibt es auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel auf Instagram, Twitter, TikTok oder YouTube. Und sie haben einen einfachen Grund. Sie dienen zur Verifikation. Das heißt also, dieser Account gehört wirklich zu dieser Person. Das ist verifiziert, also sichergestellt. Warum ist es jetzt so wichtig? Ich könnte mir ja jetzt einfach einen Account anlegen und mich als Angela Merkel ausgeben. Früher gab es damit wirklich häufig Probleme. Leute haben sich also Accounts angelegt und sich als irgendwelche Promis ausgegeben. Und diese Accounts hatten dann häufig schnell mehr Follower als die Accounts der eigentlichen Promis. Niemand konnte schließlich auch wissen, wer ist jetzt der richtige Account, denn es gab eben keine Verifikation. Wenn mir das mit dem Angela Merkel-Account also gelingen würde, dann könnte das tatsächlich echt gefährlich werden. Denn ich könnte aus diesem Account ja Dinge posten, die die echte Angela Merkel eben nicht posten würde. Wenn dann Leute auf meinen Account kommen würden und mich für die echte Angela Merkel halten würden, würden sie diese ganzen Dinge, die ich poste, sehen und vielleicht am Ende eine andere Meinung über Angela Merkel oder über jeden x-beliebigen anderen Promi haben, als sie vorher gehabt haben. Und das wiederum könnte richtige Nachteile für die Karriere der jeweiligen Person haben, wenn man nämlich falsche Dinge über sie glaubt und sie dann einen bestimmten Job zum Beispiel nicht mehr bekommt. Und damit genau sowas nicht passiert, dafür gibt es diese Haken, die wir auch Verifizierung nennen. Sie lohnen sich für bekannte Persönlichkeiten. Ein Account, der bestimmte Memes postet, der braucht so einen Haken in der Regel nicht. Eigentlich ziemlich logisch, oder? Trotzdem wünschen sich viele Accounts genau diesen Haken. Da muss doch also irgendwas dran sein, das muss doch irgendwelche Vorteile bringen. Zunächst mal sind die blauen Haken irgendwie ein besonderes optisches Merkmal. Profile mit so einem blauen Haken, die fallen uns mehr auf. Die halten wir für wichtiger, professioneller, erfolgreicher. Und da möchte man natürlich irgendwie dazugehören. Außerdem werden Kommentare von Profilen mit blauen Haken oftmals weiter oben angezeigt und fallen dadurch einfach auch nochmal mehr auf. Je nach Plattform bietet so ein blauer Haken aber noch weitere Vorteile. Einen ganz besonderen gibt es auf Instagram, denn mit so einem blauen Haken bekommt man die Swipe-Up-Funktion. Und die lohnt sich natürlich, wenn man auf die eigene Website oder bestimmte Produkte verlinken will, denn dann müssen die Follower einfach nur noch nach oben swipen. Aber auf Instagram bekommt man diese Swipe-Up-Funktion auch ab einer bestimmten Followeranzahl, also dazu ist eigentlich auch kein blauer Haken nötig. Es ist also irgendwie schon verständlich, dass viele Leute sich so einen blauen Haken wünschen. Doch wenn man das Prinzip von dieser Verifikation verstanden hat, dann versteht man auch, dass es für die Plattform keinen Sinn machen würde, diese blauen Haken an alle Nutzer rauszugeben. Wenn ihr uns was geben wollt, dann nehmt doch mal den Daumen nach oben und mit einem Abo könnt ihr uns sogar noch mehr loben.